Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Runde Let's Play Alice 17, Not with the Smash Map 2.9 immer noch, ich kann auch nicht viel berichten, aber mal sehen, vielleicht in den nächsten Tagen, dann gibt es ein paar Neuigkeiten zur Map-Version 3.0, nichts Besonderes, höchstens noch wieder ein paar Kleinigkeiten, ne? Also wir sehen, der Strohverbrauch hier für die Pelletsproduktion ist eindeutig zu gering oder der Pelletspreis ist ein bisschen zu hoch, also freut euch, solange es die Map-Version 2.9 gibt, ihr könnt gut Geld machen mit Pellets. Das werde ich in der nächsten Version natürlich wieder ein bisschen reduzieren. Wir sollten es auch selbst versuchen, ein bisschen auszunutzen. Also die Produktion aktuell läuft noch, ist natürlich nur die letzte Aufnahmefolge in der heutigen letztmaligen großen Vorproduzierungsaufnahme-Marathon, wie auch immer ich das nennen möchte. In den letzten 3 Tagen oder 4 Tagen habe ich ungefähr 20 Folgen LS17 aufgenommen, damit ihr weiterhin jeden Tag eine Folge gesehen habt und ja, ich mir es trotzdem im Urlaub ganz entspannt gut gehen lassen kann. Habe ich hoffentlich gemacht, werde ich natürlich berichten, gestern oder vorgestern vielleicht im Stream, mal schauen. So, was brauchen wir hier vorne jetzt? Hier ist überall noch ein bisschen was da, wir sehen 12.000, also 13.000, hier sind knapp 50.000 und hier in den ganzen Paletten, Geldkassetten, sind auch nochmal genau, also sind fast 50, 52.000, bisschen mehr, also hier sind schon über 100.000 zusammengekommen an Einnahmen durch unseren Hofladen. Paletten selbst brauchen wir aktuell nur eine Tomatenpalette, könnten wir noch reinschmeißen. Und Obst, 5000, 7000, 5000, 7000. Ja, und dieses gleiche Prinzip, wie es hier gibt sozusagen, gab es ja auch schon mal so der ein oder andere Kommentar. Wäre ganz cool, wenn es so eine zweite Sache noch in der Stadt oder so geben würde, so einen Marktplatz in Anführungsstrichen. Mal gucken, vielleicht gibt es da dann auch noch mal demnächst irgendwann sowas ähnliches. Ach, die Palette werden wir noch gar nicht los, ne? Genauso wenig die... Ach, das ist doch auf. Gerade frisch angeliefert worden, wird erst gebraucht, sobald er unter 10.000 sinkt, dann würde er sich die organisieren. Genauso wenn Rotkohl unter 10.000 sinkt, würde er sich eine Rotkohlpalette hier nehmen. Och. Hey, was ist das für eine hier rutschige Palette? So. Ja, man sollte die Paletten mit ein bisschen Abstand handeln. Auf jeden Fall haben wir kein Obst. Unser Wasserhai verteilt wieder praktisch Wasser. Wir haben gut Geld. Also wir brauchen gar nicht mehr so viel Geld. Ich würde sagen, die Hälfte haben wir von den größten Feldern. Ne? Also nach der nächsten Ernte könnten auch Körnermais verkaufen, aber die große Nachfrage ist, glaube ich, schon längst rum. Das ist richtig, wir hatten mal eine große Nachfrage beim Hafen. Ne? Aber ist nichts mehr blau aktuell. Zucker ist nicht schlecht. Bier wie immer gut. Lederpaletten könnten wir auch verkaufen, aber das tun wir in der Regel nicht. Palettenverkauf, Hafen, auch Papier aktuell richtig gut. Ich glaube, wir verkaufen nochmal Papier. Ah, unser Wasserhain, die tankt gerade Wasser, deswegen wird unser Geld weniger. Wenn der Raps blüht, ist er natürlich auch bald schon wieder erntereif. Ich glaube, wir fangen dann aber, weiß ich nicht, ob wir mit der Hopfenernte anfangen oder Hopfenernte zum Schluss. Ich weiß noch nicht genau. So, Körnermais funktioniert. Erste Ladung. Dann funktioniert auch die Schweine vor der Fabrik wieder. Da wollten wir eigentlich ein paar Schweine wegfahren. Ne? Sollen wir das heute machen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine ganz gute Maßnahme. Wir holen uns mal einen Trailer. Ein LKW haben wir hier gar nicht, ne? Sind alle irgendwo im Einsatz. Ach doch, der ist ja hier zurück, gerade auf dem Hof, weil er tanken war. Das ist ja passend. Das konnte natürlich nicht funktionieren, war klar. Die Drohne steht auch nur minimal im Weg. So,
So, gar nicht mal so verkehrt. Passt schon. Das ist eine bunte Mischung hier, ne? Von jedem etwas irgendwie. Wird Zeit, dass wir mal ein bisschen aufrüsten. Unseren Fuhrpark und zumindest von jedem optisch gesehen ist es schöner, wenn von jedem zumindest zwei da stehen. Ne? Zwei John Deere, zwei Fan, zwei Deutz, zwei Klaas. Wobei zwei Deutz müssten wir ja haben. Irgendwo, was macht der denn überhaupt? Zwei JCB haben wir ja. Den hätten wir getankt. Wir müssen nur die beiden Trailer hier mal irgendwo loswerden. Da stehen immer hier ganz gut an der Seite, finde ich. So, falscher. So, haben wir unseren Schweinetransporter oder unseren Viehtransporter generell, ist ja nicht nur für Schweine. Ich weiß gar nicht, geht das auch mit Kursplay? Ich glaube nicht, wenn man jetzt ins Tier. Ah, nee. Ja, doch, beim Auffüllen muss man ja ins Tiermenü, soweit ich weiß. Beim Abladen nicht. So, Achtung, Achtung. Lebende Tiere noch. So, aufladen. Mit dem Mausrad nach unten drehen und man hat ganz schnell 38 aufgeladen. Jo, bestätigen. Also fahren wir von hier mal einen Kursplay-Kurs. Kursaufzeichnung beginnen. Also wir versuchen heute nochmal so einen kleinen Kursplay-Kurs aufzunehmen. Also zumindest für eine Route, ne? Schweine zum Schlachter zu fahren. Ich meine, da nachher beim Schlachthof wird sowieso schwierig. Es ist immer noch nicht geschafft haben, dieses blöde Feld hier drüben zu mähen. Jetzt ist gleich unsere ganze Getreidesache schon wieder erntereif. Wir haben es noch nicht geschafft, das Grasfeld zu mähen und für ausreichend Heu oder Gras für die Schafe und so weiter, für die Mischfutterproduktion, für alles eigentlich. So, wir fahren den kürzeren Weg über den Bahnhof. Das ist ein bisschen entspannter. Ich werde es versuchen mal mit dem Kursplay-Kurs, ne? Da kriegt er sein Abkimp-Symbol, theoretisch. Ein Abkimp-Symbol ist ja das richtige Symbol für Kursplay-Abladen. Wenn wir das hinkriegen würden, halt nur, dass wir es beladen müssen am Startpunkt, und er das dann sozusagen von alleine hier hinbringt. Das wäre natürlich toll. Hätten wir aber, glaube ich, ohne Kursplay dann einfahren müssen. Ne? Also ohne Anhänger, richtig? Schon mal leer. Fahre noch bis hier hin. Fahre wieder vorwärts. Also es kann gut sein, dass es nicht funktioniert. Liegt dann aber auch wieder wahrscheinlich an mir. Ich hätte wahrscheinlich einfahren müssen ohne Trailer, damit man genau diesen Abkimp-Punkt hat. Ja, ansonsten, ne, war es ein Kurs für die Katz. Testen das gleich nochmal, also bringen ja noch eine Ladung Schweine dahin. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann ist es so, dann haben wir zumindest mal zwei Ladungen Schweine weggebracht. Also ich will nicht weit über 300 Schweine kommen, sondern wir versuchen das so bei 200 Schweinen festzuhalten. Alles was überschüssig ist, bringen wir weg.
Milchkühe, da können wir ruhig noch ein paar mehr von haben. Wenn wir dann nachts immer so viel Milch verkaufen, ist natürlich ideal. Jetzt kreuzen sich die Wege wieder. Jetzt fahren wir hier rum. Ist aber auch in Ordnung. Einmal über den Hof. Einmal hier, die links rechts. So, und einmal hier rückwärts wieder. Und hier macht er erstmal seinen Stopppunkt. Oder? Hier, Stopp. Einmal Tiere beladen. Einmal aufladen. Tiere auf den Transporter laden. Jo, haben wir das gerade eben gar nicht? Doch, haben wir ja. Abfahrer einstellen. So, wir können natürlich mitfahren. Ich wollte aber eigentlich die Drohne mal wegpacken hier, ne? Erstmal müssen wir bei der Drohne mal sagen, dass Cosplay sich nicht mit der so öffnen lässt, sondern nur so, weil Cosplay mit Drohne gut, kann man machen. Man kann Cosplay damit aufnehmen. Ich wollte aber eigentlich nur schnell mal sehen, wie schön das hier aussieht von oben, wenn der LKW hier fährt. Wie gesagt, gleich diese Grafik-Rucker da, keine Ahnung warum. Ja, wir kommen nicht so schnell hinterher, ne? Die Drohne ist ein bisschen langsam. Eigentlich bräuchten wir überall Drohnen. An allen möglichen Standorten, damit man dann so schöne Rundumflüge machen kann. Ja. Gut, der LKW heizt da rum. Und wir steigen hier mal aus. So, erst den Motor ausmachen und dann aussteigen. So, schnell zum LKW. Oh, bis hierhin fährt er vor, dann fährt er zurück. Also das sieht schon mal gut aus bis dahin, ne? Aber jetzt knickt er ein irgendwie. Schade. Na, macht nichts, nicht ganz so schlimm. Zumindest ist er bis hier hingekommen und wir können die Schweine schnell abladen. Wir kriegen endlich wieder Wurst und Fleisch. So, einmal abladen. Wie viele Schweine haben wir jetzt noch? 209. Jetzt packen wir hier eben an der Seite fest mit dem Trailer scheinbar. So, aber das gibt auch nicht Fleisch. Kartons sind hier noch. Und ein bisschen Leerpaletten sind auch noch da. Das reicht schon fürs Erste, ne? Mehr Schweine wollen wir erstmal gar nicht wegbringen. Das waren immerhin 76 Stück. 76 Schweine zum Schlachter gebracht. Auch mal ganz schön. Ups. Das war nicht so schön. Echt zu kurz die Straßen. Ja, haben wir aber auch die Zeit wieder sehr, sehr gut rumgekriegt, finde ich. Die Zeit, in der wo die Früchte hier wachsen. Sorry. Eigentlich kann man Fruchtwachstum ganz gut auf langsam schalten. Wenn man sich ein bisschen Zeit nehmen will, um alle möglichen Produktionen hier mal wieder abzuklappern. So, kriegen wir den da jetzt noch daneben eigentlich. Mich stört schon länger, dass da eine so komisch schräg da drin steht.
finde, die passen noch theoretisch sehr gut nebeneinander. Wo den Kast, den nutzen wir eh nicht mehr, ne? Da passen nicht so viele Paletten rein wie in unserer Palettenproduktion. Der Planwagen. In unsere Palettensammelwagen, die Größen. Das sind die Großen, macht deutlich mehr Fun. Nur, dass der hier so schräg drin steht, das nervt mich schon länger. Verkaufen tue ich den jetzt erstmal noch nicht. Ich stelle den ordentlich wieder rein. Bisschen gerade noch. So, das war schon mal wieder viel ordentlicher. Guck mal, aber daneben nämlich noch Platz für irgendwas anderes. So, den brauchen wir wahrscheinlich dann demnächst wieder hierfür. Lass ich aber erstmal stehen. Gut, Kühe sind in Ordnung. Wachstum dauert noch ein bisschen. Also wenn nicht alles schief geht, sollten wir beim nächsten Mal tatsächlich... Ja, was wir immer machen sollten, ist mit dem nachher wieder Pappe und Karton aufnehmen. Dann schauen wir nochmal, ob wir irgendwo Großkarton brauchen oder nicht. Ich glaube, so viel kann es nicht sein. In einigen Produktionsstätten wird vielleicht ein bisschen was gebraucht. Papier können wir oben direkt verkaufen, da kriegen wir aktuell auch ganz gutes Geld für. Ups. Also Papier oben am Hafen verkaufen, da bringen wir aktuell 8000 auch pro Palette. Und da ja immer leicht 20 Paletten sind, sind das auch 200.000 Einnahmen. Das kann man auch getrennt voneinander, dass wir einmal nur Papier oben hinbringen, dann kriegen wir auf jeden Fall locker wieder 2 Millionen Grenze geknackt. Und dann können wir uns schon wieder überlegen, welches Feld wir uns dann als nächstes gönnen werden, ob wir tatsächlich ein bisschen sparen auf die größten Felder. Das wird uns auch mal irgendwann gehört. Eine Menge Papier. Jetzt hängt der zweite Trailer da hinten fest. Aber irgendwie hat er leider so einen kleinen Aufladebereich, ne? Dort hinten können wir schon mal Pappe raufladen, damit auch der wieder Platz kriegt zum Produzieren, weil sonst läuft die Produktion ja gar nicht. Kartonproduktion, aber Kartons können wir irgendwo hinbringen dann. Irgendjemand braucht immer ein paar Kartons. So, aber wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Wochenende schon wieder rum. Für den einen oder anderen geht es Montag wieder los. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen frei. Von daher mal schauen, wie ich jetzt die nächsten Tage endlich mit der Vierfach-Map-Version und mit der Map-Version 3.0 vorankomme, ob ich überhaupt vorankomme oder ob ich gar nicht vorankomme. Ihr werdet es erfahren. Bleibt dran, hinterlasst ein Like und einen Kommentar, wenn ihr Bock habt und mehr sehen wollt. Danke für eure Unterstützung. Bis dahin und tschüss.